Fast alle Videos beziehen sich auf die Zeit vor dem Vorstellungsgespräch, wie man es vorbereitet, wie man sich präpariert, aber kaum eines gibt Ihnen eine Auskunft darüber, was ist eigentlich nach dem Vorstellungsgespräch zu tun? Welche Schritte stehen jetzt an und was können Sie tun, um die Chancen so gut wie möglich zu nutzen? Genau darauf möchte ich Ihnen heute antworten und möchte 5 Punkte nennen. Mein Name ist Martin Werde, Sie kennen mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karrierecoach oder auch meine zahlreichen Bücher. Gleich geht's los. Ja, hier bin ich wieder. Was können Sie nach dem Vorstellungsgespräch tun? Das erste ist eine Manöverkritik. Sie können sich das so vorstellen wie Sportschau. Was passiert in der Sportschau? Die zeigt Ausschnitte aus einem Fußballspiel. Und Sie sollten sich jetzt mal überlegen, wenn Ihr Vorstellungsgespräch gefilmt worden wäre, welches wären Ihre besten Szenen? Welches wären die Szenen, in denen Sie so richtig gut geantwortet und so richtig gut gepunktet haben? Überlegen Sie sich das ganz genau. Machen Sie sich Notizen über Ihre besten Szenen. Warum empfehle ich Ihnen das? Weil diese Szenen Ihnen nicht nur Selbstvertrauen schenken, sondern weil Sie dann auch entdecken, wo Ihre Stärken in einem Vorstellungsgespräch liegen und wie Sie diese Stärken in einem Vorstellungsgespräch nutzen können. Der zweite Punkt ist aber genauso wichtig, denn Sie sollten nicht nur die positiven Szenen sich ins Gedächtnis rufen, sondern sich auch fragen, wann, wenn wir diesen kleinen Film sehen würden, wann war ich so richtig in Schwierigkeiten? Wann war ich in Verlegenheit? Wann wusste ich nicht richtig zu antworten? Wann habe ich gestammelt? Das ist wichtig, auch diese Punkte zu analysieren, weil Sie daraus lernen, wo Sie sich noch entwickeln können und was Sie beim nächsten Mal besser machen können. Also sowohl die positive Manöverkritik anschauen, als auch die negative Manöverkritik. Dann als zweiten generellen Punkt, nicht nur Sie sollten sich selber unter die Lupe nehmen, sondern Sie sollten sich nach dem Vorstellungsgespräch auch fragen, wie habe ich diese Firma erlebt? Wie habe ich die Firmenvertreter erlebt? Wie habe ich die Stimmung in der Firma wahrgenommen? Was habe ich über den Job erfahren? Und das mündet dann in eine ganz entscheidende Frage, nämlich die Frage, möchte ich wirklich in dieser Firma anfangen und dort ein paar Jahre meines Lebens, vielleicht sogar 10 oder 20 Jahre meines Lebens verbringen? Prüfen Sie das ganz genau, auch wenn die Firma Ihnen zusagt, müssen Sie nicht zwangsläufig den Vertrag annehmen. Sie können sich immer fragen, ist es die richtige oder ist es nicht die richtige? Jetzt komme ich auf den dritten Punkt zu sprechen. Falls Sie der Meinung sind, die Firma ist die richtige für Sie, dann sollten Sie unbedingt nach dem Vorstellungsgespräch, nach dieser kleinen Analyse, eine Dankesmail schreiben. Im Internet, da gibt es ganz viel Schrott, nämlich vorgedruckte Texte, die Sie angeblich schicken sollen. Das bitteschön lassen Sie bleiben, das bringt gar nichts. Wenn Sie eine solche Mail schreiben, dann sollten Sie individuell auf das Gespräch eingehen und dann sollten Sie zum Beispiel 3 Punkte nennen, warum Sie durch das Vorstellungsgespräch darin bestärkt würden, gerne für diese Firma zu arbeiten. Also kann so formuliert sein, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für unser Vorstellungsgespräch am so und so vielten. In diesem Gespräch haben Sie ein paar Punkte angesprochen, die mich darin bestärken, dass ich sehr gerne für Sie arbeiten würde und viel für Sie bewirken könnte, nämlich, und jetzt zählen Sie diese 3 Punkte auf und damit werden Sie nochmal Eindruck hinterlassen, denn die meisten Bewerber tun das nicht und sie rufen sich dann schon gar nicht durch gute Argumente nochmal ins Gedächtnis. Jetzt komme ich auf den vierten Punkt zu sprechen, denn es heißt ja nicht, wenn das Vorstellungsgespräch gut gelaufen ist, dass Sie sofort einen Arbeitsvertrag bekommen. Es kann auch heißen, dass Sie in ein zweites Vorstellungsgespräch gehen werden, das dann ein entscheidendes Vorstellungsgespräch ist, oder dass Sie in ein Assessment Center gehen. Das heißt, Sie sollten nochmal gründlich analysieren, was Sie im zweiten Vorstellungsgespräch aus dem ersten Gespräch übertragen können, was gut gelaufen ist, aber auch, wo Sie noch etwas dazulernen wollen, weil es nicht so gut gelaufen ist. Es gibt ein eigenes Video von mir zum zweiten Vorstellungsgespräch. Schauen Sie sich das gerne einmal an. Und jetzt kommen wir noch auf den fünften Punkt zu sprechen. Was ist denn, wenn Sie von der Firma lange nichts hören? Wann dürfen Sie nachfragen? Meine Empfehlung ist folgende. Erstens, wenn Sie im Vorstellungsgespräch sind, fragen Sie schon mal, wie lange wird der Entscheidungsprozess eigentlich dauern? Und wenn das nicht passiert ist, wenn Sie die Frage versäumt haben, dann können Sie bei einer kleinen Firma etwa so nach 3 Wochen nachhaken. Bei einer großen sollten Sie 4 Wochen warten, ehe Sie freundlich eine Nachfrage stellen. Und jetzt hat sich der Vorhang hier geschlossen für einen ganz speziellen Auftritt. Begrüßen Sie mit mir
Geheimakte Vorstellungsgespräch, mein Wissen aus anderthalb Jahrzehnten. Dieses Buch macht Sie zum Top-Bewerber. Ich warne Sie vor fallendem Vorstellungsgespräch, decke den doppelten Boden der Fragen auf und verrate Ihnen 150 geniale Antworten. Sie können das E-Book 14 Tage lang testen, denn ich bin sicher, Sie werden begeistert sein. Ihr Martin Wehrle.